auf die Reise. Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Der Björn ist gut ausgekommen. Dann give it up. Was sie OKH. Let me see ya. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen heute hier zur IMSA Vintage Series in Le Mans auf dem klassischen Kurs. Das wird ähnlich wie bei den Lotus ein wildes Gerase heute werden. Alle unsere Jungs sind heute am Start, die ganze Crew. Da bin ich mal gespannt, was das so ergibt. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. Not Motley Crew, but the entire crew. We've got Ben, Björn, Tommy. Hello. Patrick. I think that's everyone. Hello. Hello. It's good the evening. Whole Motley crew. Ciao. Yeah. Not Motley crew, but the and the only Motley one crew. Audi. Yeah. Hello, dear sim racing and motorsport fans, and a warm and very special welcome here in Le Mans. Patrick's got to get his intro in English for once. That would probably really mess me up if you came on to the, at the start of your video and you were speaking English. I'd be like, wait a minute. I must learn and train. It would be funny. But for one video I will do that. And then we have to put the subtitles to German. Yeah. And for English. You need for all subtitles. The thing is, you've got to let us forget about this conversation before you do it. Because then, when you do it, me and Ben will be going, have we learned German? Don't think so. I think you need a translation for Patrickish. Yeah. Patrickish. I think so. Right. My Dinglish is... Hey, Denglish. really oh, strange. I see Byron, I Bottom see Vertigo, I see... Where's Ben? I don't see Ben. Also there. I see Trace and Green. Where's Ben? My favorite ben, number, 7. Byron and Tommy, all ben. In one split. Really? All in one split. Oh, God, thanks. I'm 23. All the best, guys. Thank you. Und da ist die Qualifikation auch schon in vollem Gange. This has got such a long first gear. Und alle unsere Jungs sind hier auch schon unterwegs. Where is the sun? In the sky. Somewhere. So, los geht's. I think in the center of our sun system. Mm-hmm. Oh, nice. The Audis have no time for a second lap. So, und da dürften jetzt auch gleich die ersten Zeiten reinkommen. Thomas Börling auf Pole Position 3:18.579. Dahinter haben wir David Quilles und Matt Blaine auf 3, Tom Wilson P4. Und wie wir gerade von Björn gehört haben, wird es arg knapp für die Audis für eine zweite Runde. Da müssen dann auch Tom, Ben und Byron so langsam Richtung Ziellinie kommen. Tommy hier, eine 3:20, aktuell P4. Just half time. Und so wie es aussieht, war Byrons erste Runde ungültig.
Da muss jetzt die zweite sitzen. In der GT-Klasse Romain Belo auf Pole Position vor Burthauer Jensen und Björn Ackermann auf P3. Und da kommt auch unser Ben jetzt um die Kurve. Weit gegangen. Aber so wie es aussieht, zählt die Runde. P3. 3,19, 8,52. Super. Ja, messed up at the end. Und Ben stellt ja auch gleich ab. Er fährt gar keine zweite Runde. 3,18, oh dear. Holy shit, Paul. Thomas Börling aktuell auf Polen mit einer 3,18. Don't worry, he'll be slow in the race. That's Paddy, one of my teammates. Und da kommt jetzt auch Tommy Richtung Ziellinie. Schauen wir mal. Komm. Yeah. That's it, I'm going home. Hell of a lap. I'm not doing my engine. Was you up on your lap, Björn? Second lap. On pit entrance and... To be honest, I don't want to start so far forward. That's your own fault. Stop crying. Yeah. Don't forget to turn off tires. Oh, it's Kurt Howard Jensen's doing well. He's qualified P3 in the Audi. Jensen is fast, but he has only one problem. He is auto flipping, so every time he upshifts, it's like he hits the brake. Good luck, everyone. So, turn on your spotter. Think about... Put some fuel in. Untick the tires. Yeah, untick your tires. My Indy 500 doesn't. Das Gridding ist hier in vollem Gange und jeden Moment müsste dann auch die Reise losgehen hier. Have fun and enjoy the race. Well, this step I've got 12 and a half left of fuel in at the minute. Oh dear. So you can make some donuts after the race. Yeah. You hope. There is Ben right in my mirror. Hier in Le Mans hat die Startaufstellung weit weniger Gewicht wie auf anderen Strecken. Hier kommt es viel mehr auf einen guten Windschatten an und auf ein vernünftiges Setup. I'm a bit nervous. Ben Thomas Börling is your teammate? Yeah, Jib Racing. I think he's got two teams, but yeah. He seems to be a bit of a Le Mans specialist. Okay, guys. Yeah, let's go. We're burning fuel here. There's going to be no rain, apparently. I hope so. Nissan and Audi, we don't have rain, so... You're safe. Und da hat sich das ganze Feld auch schon auf die Reise gemacht. Ah, yes. Allen voran Thomas Börling. A red skin. Right, here we are. Week 7. It's similar to you, Ben, right? To yours. We've got 19 Nissans and 8 and only 14 Audis. Second split. Alter. Okay, go. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das Rennen heute hier entwickelt. Okay. But, there is a TV in the background. Not mine. Romain Belo führt hier das Audi-Feld an vor Adrian Huet und Kurt Hauer Jensen. Auf P4 haben wir Matthew Cole. I'm hoping. If I can get a top 5, it would be amazing, but if not, top 10. I suggest top 5 is a good idea. Yeah, I was gonna ask if we're doing that, I think we should. All unsere Jungs heute im vorderen Feld zu finden. Auch Björn kämpft da im Audi um den Sieg heute. Nur unser Bayern hat die Quali etwas versemmelt und muss von hinten starten. Den Single File, Thomas? Oh, yes. Oh, cool. Everyone's staggered. That's awesome. Die letzten Meter, bevor es losgeht, müsste das Pace Car dann auch bald abbiegen. I can overtake him. With draft. Bin ich mal gespannt. Die wild gewordenen Racer hier schauen alle schon mit den Hufen. Surely starting first is the worst position. Alright, here we go. 11 laps, it says. Good luck, chaps. I'm scared. Okay, now, man. Safety car is pitting.
Here we go. Thomas Börling führt hier das Feld in die letzten zwei Kurven vor Start. Alle scheinen sich hier vernünftig eingereiht zu haben und da ist das Rennen auch schon gestartet. Green Flag. Und Thomas Börling macht sich sofort auf und davon. Dahinter unser Tommy, dann haben wir David Quilles auf P3 und unseren Ben auf 4. Und da ist das Rennen auch für die Audis gestartet. Roman Belo geht hier sofort in Front, dahinter Kurt Hauer Jensen. Und auf 3 haben wir unseren Björn. Adria Huguet ist da ein Stück zurückgefallen. Hinter Björn auf 4 Matthew Cole und Adria Huguet ist bis auf P5 zurückgefallen. Hier vorne hat sich noch nichts getan. Thomas Börling, Ford, Thomas Silvernagel. Auf P3 haben wir dann David Quilles. Auf 4 unseren Ben Summers und auf 5 Matthew Wilson. The bad time to remember I've had nobody to draft with all three practice sessions. Alle scheinen hier top vom Start weggekommen zu sein. Es gibt keinerlei Ausfälle und jetzt geht es hier schon rund auf der langen 100-Jahr-Geraden. Jetzt geht die Windschattenschlacht hier los. Matteo Johnson und David Hardings kämpfen da hinten um die Position. Und auch hier vorne Ben und David Quilles kämpfen hier gegeneinander. Genauso Tommy versucht da einen Angriff zu starten ganz vorn. Ohne Schikanen zieht sich diese Gerade hier ewig. Ben und David scheinen da das gleiche Setup zu haben, denn die kommen da nicht aneinander vorbei. Björn, Kurt und Romain können sich im Audi schon leicht absetzen. Ben und David brettern hier Seite an Seite die lange Gerade runter. Und da muss sich Ben auch nochmal hinten anstellen. Die vier Jungs vorne können sich schon vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter ein Kampf zwischen Tom Wilson und Stephen Jones. Die Plätze 5 und 6 hier. Und auch hier im hinteren Feld, unser Byron kämpft da mit den Jungs um die Position. Er liegt aktuell auf dem 11. Platz. David Hardings ist da ein Stück weit gegangen. Und sofort wittert Byron seine Chance und greift an. Und auch hier bei den Audis gibt es jetzt hier ein schönes Windschattenspiel. Aktuell liegt Björn auf P1 vor Kurt Hauer Jensen und Roman Belo. Adrian Huguet und Matthew Cole sind da gar nicht so weit weg. Da hat sich ja eine schöne Fünferkampfgruppe in der GT-Klasse gebildet. Und unser Björn kämpft da munter mit den Jungs mit. Jetzt Kurt Hauer Jensen in Führung gegangen. Aber sofort hat sich Björn wieder direkt in seinen Windschatten gesetzt und setzt jetzt hier den nächsten Angriff. Ein schönes Bäumchen-Wechsel-Spiel hier heute. Roman Belo direkt hinten dran, Matthew Cole und Adria Huguet mit leichtem Sicherheitsabstand. Und da greift Tommy jetzt auch Thomas Börling an und geht da auch vorbei. Damit Führungswechsel, unser Tommy jetzt in Front vor Thomas Börling. David Quilles weiterhin auf P3 und Ben Summers auf 4. Auf P5 weiterhin Tom Wilson, P6 Stephen Jones, P7 Unai Ortiz und P8 Sigurjón Helgason. P9 haben wir dann Martin Jallas, auf 10 unseren Byron, auf 11 Matteo Johnson, auf 12 haben wir David Hardings, auf 13 Ruben Reiter, auf 14 Scott Gulli und auf 15 Kevin Parker. P16 dann unser Lance Simon, P17 Victor Carrera, auf 18 haben wir Joshua Venstone und auf 19 Matt Blaine. Unser Tommy wird jetzt hier die zweite Runde als Leader eröffnen und auch Björn liegt jetzt hier wieder in Front vor Kurt Hauer Jensen und Romain Belo. Und sehr, sehr erfreulich ist, dass wir bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen einzigen Unfall oder Inzident zu vermelden haben. Und drei von unseren Jungs kämpfen heute hier ganz vorn um den Sieg in jeweiligen Klassen mit. Was will das Herz mehr? Tom und Tom können sich jetzt hier schon leicht vom Ben absetzen, der jetzt an David Quilles vorbeigegangen ist, weil David hier wahrscheinlich einen Slowdown hat. Der hat er in der Schikane leicht abgekürzt. Weiterhin P5 Tom Wilson, P6 Stephen Jones, P7 Unai Ortiz, P8 Sigurjón Helgason und unser Byron ist inzwischen auf P9 angekommen. Da hat es direkt vor dem Byron einen kleinen Zwischenfall gegeben, den wir uns direkt gleich mal anschauen. Kommen zusammen die Herren. Hallo Thorsten. Hi. Wir sind gerade im Rennen. Hallo. Schmeiß mal an. Mein Akku vorwärts an. Durch. Ja, fahrt ihr erstmal. Ja, kannst du ja meinen Twitch anschmeißen, so, dann kannst du mein hübsches Antlitz genießen. Gummi führt gerade. Ja, nicht mehr lang. Ich auch. Björn auch. Aber die üblichen Windschattenspiele sind hier schon wieder in vollem Gange. Björn fährt Audi, oder? Wie ist das gehört? Anständiges deutsches Auto. Genau.
Ein Garage hier. Martin Jallas kommt hier ein bisschen weit raus auf den Curb und verliert sein Fahrzeug. It was just in front of Byron, Martin lose its car. Er rodelt hier Richtung Streckenbegrenzung, dotzt ganz, ganz leicht an, aber nichts weiter passiert, kann weiterfahren. Aber so wie es aussieht, hat er keinen Bock mehr und lockt sich hier aus. Schade. Auch hier bei den Audis wieder das übliche Windschattengerase. Björn und Kurt kämpfen da ganz vorne um die Position. Dahinter dann Romain und Adria. Jetzt konnte sich Kurt wieder durchsetzen, aber sofort Björn im Angriffsmodus. Das ist hier ein Hin und Her. Björn und Kurt können sich da schon leicht absetzen, aber dahinter Adria und Romain sind noch in Reichweite und auch Matthew Cole ist da gar nicht so weit weg. Da kann man hier zum jetzigen Zeitpunkt auch noch keinerlei Prognosen abgeben. Sehr, sehr erfreulich ist, dass sich heute hier alle zusammenreißen und dass bis auf den kleinen Zwischenfall mit Martin Jallas bisher noch keinerlei Un- oder Zwischenfälle gegeben hat. Tommy kann sich jetzt schon leicht von Thomas Börling absetzen und auch Ben verliert da so langsam den Anschluss dahinter. David Phillips kann hier den Anschluss an Ben halten und auch Tom Wilson auf P5 ist da gar nicht so weit weg. Hier an der Spitze der Audi-Fraktion, alles beim Alten. Björn und Kurt kämpfen da um die Position, Romain direkt da hinten dran. Die Fünfergruppe hier vorne in der Audi-Klasse kann sich vom Rest des Feldes immer mehr absetzen. Hector Suarez auf P6 ist da schon über 4 Sekunden weg von der Spitzengruppe. Die Audi sind so eng beisammen. Hier auf der Geraden sieht man auch mal schön die Abstände. Hier hinten Lincoln Tweed, Hector Suarez und Rolf Jorgensen kämpfen hier um die Position 6, 7 und 8. Und dahinter dann schon eine etwas größere Lücke von 10 Sekunden zu Luis Andrade auf P9. Hier vorne an der Spitze des Feldes, Tom und Tom können sich immer mehr absetzen. McIntosh. Ja, trying. Trying my best. Ben fehlen da schon fast 3 Sekunden nach vorn. Hold the brakes, dude, come on. Oh, und wir haben es gerade gehört, da gab es einen kleinen Zwischenfall mit Byron, den wir uns direkt gleich mal anschauen müssen. Patrick, have I got any damage? Ja. Klar ist. Stephen Jones verliert hier Terre Rouge sein Fahrzeug. What was he doing? Pardon my French. Ballert hier quer über die Strecke und hätte ja fast noch unseren Byron abgeräumt, der hier ins Grün ausweichen musste. So wie es aussieht, kann Stephen da weiterfahren, aber das war schon ein wilder Moment für unseren Byron. Ah, it's right. Inzwischen hat er sich bis auf P7 nach vorn gekämpft. Try to break the slipstream. Und Tommy versucht dann, Tom aus dem Windschatten zu bekommen, was hier allerdings ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ben und David sind da inzwischen über 4 Sekunden weit weg. I am down on speed. Und hier die Führungsgruppe der Audis. Unsere 5 Jungs weiterhin ganz dicht beisammen. Kurt vor Romain und Björn, Adria auf 4 und Matthew auf 5. I've lost a bit of top speed. But no visible damage. Die Jungs befinden sich hier alle in der dritten von 11 Runden. Beziehungsweise für die Audis wären es wohl nur 9 oder 10. Und auch für die Jungs beginnt jetzt hier die Windschattenschlacht von vorn. Romain geht sofort aus dem Windschatten raus und versucht sich da an die Spitze zu setzen, was ihm auch sofort gelingt. Allerdings hat Kurt jetzt ein paar Kilometer Zeit, um den Spieß wieder umzudrehen. Und auch die anderen drei Jungs sind da ganz dicht hinten dran. Jetzt geht Kurt schon wieder aus dem Windschatten raus. Und in der Mitte kommt auch unser Björn. Okay. Und da kommt das Einhörnchen in der Mitte durchgebrettert. Ein geiler Move. Geiles Überholmanöver. Ja, die holen mich weg wieder. Was für eine Schlacht hier in der Audi-Klasse um sie. Einfach sensationell, was die Jungs hier aufführen. Und während die Jungs hier sich um die Führung balgen, gab es im Hinterfeld einen kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Dana Zikas verliert hier Anfahrt Terre Rouge sein Audi und biegt ab in die Mauer. Dana again, overall. Nur ganz leicht angedotzt, aber er hat Glück, dass er hier nicht zurück auf die Strecke geschleudert wird. Verliert hier ein paar Plätze und weiter geht's.
Eieieiei. Tom und Tom weiterhin hier an der Spitze, 4 Sekunden vor Ben Summers. Platz macht. Was? Nix. Alles gut, fahr du mal. Scheiße, da bist du nicht abgeschult. Du sollst doch nicht mit mir reden. Hier in der Audi-Klasse alles beim Alten. 5 Jungs kloppen sich um die Führung. Kloppen sich hier zu 5. Hast du das gesehen, Totti? Ja. Alter Schäde. Es ist die 4. Runde. Du hast noch ein Stück zu gehen, wenn die Reifen weiter so behandeln. Tommy hat jetzt hier in Runde 4 schon die ersten Rutscher und Thomas Börling greift hier auch an, um wieder an die Spitze zu gehen. Seite an Seite geht es hier die Hunde hier gerade runter. Und da kann sich Tommy auch erstmal wieder durchsetzen. Sprittrechter sagt, ich muss 5 Liter nachtanken. Sprich. Lupsi, sorry. Fahr mal bitte Windschatten. Und damit liegt jetzt wieder Thomas Börling in Führung. Und auch hier geht's rund. Kurt und Björn wechseln sich da ab. Matthew, Romain und Adria mischen da weiterhin kräftig mit. Und ein Stück hinter den Jungs hatten wir den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Rolf Jürgensen verliert ja auf dem Wurstkorb sein Fahrzeug. Der rumpelt da volle Kanne drüber. Oh, oh, oh. Those sausage curbs are high, I think. Das tut dem Auto bestimmt auch nicht gut. Sieht aber aus, als wäre hier alles in Ordnung und weiter geht's. Ja, und ihr fahrt alle dasselbe Setup, oder? Weiß ich nicht. Unser Bayern liegt hier auf P7 in der Nissan-Klasse. Allerdings fehlen ihm nach vorn zu Tom Wilson auf P6 schon 3,2 Sekunden. Direkt hinter ihm hier Martin Jallas nach Reparaturstopp wieder rausgefahren. Dahinter haben wir dann Sigurjon Helgason und Matteo Johnson. Dann haben wir Stephen Jones, Ruben Reiter und Lance Simon haben wir hier auf P12. P13 dann Scott Gulli, P14 David Harding und P15 Joshua Vanstone. Und wir haben es gerade im Chat gehört, da hatte Byron so seine Schwierigkeiten. Er hat einen kleinen Zwischenfall, den gucken wir uns direkt gleich mal an. Tommy, du weißt, nur wer gewinnt, kriegt. Ja. Ja, ich weiß, dass ich jetzt... Discord, Sarah. Oh, here is Byron. What happened to him? Unser Byron hier, Porsche-Kurven, viel zu schnell reingebrettert und er segelt ab. Oh, oh dear. Oh, 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 oh. That was a hard impact. Schneller. Zum Glück scheint der Bayern nicht viel weiter passiert zu sein und er kann weiterfahren. Hier in der Audi-Klasse alles beim Alten. Björn führt hier vor Kurt, Matthew, Romain und Adria. Hector Suarez weiterhin auf P6 und Lincoln Tweed auf P7 sind da auch gar nicht so weit weg von der Fünfergruppe hier. Björn kann sich hier als erstes Mal an der Spitze behaupten. Dahinter Kurt Hauer Jensen, Matthew Cole auf 3 und Romain Bello auf 4. Und wir haben mal wieder einen kleinen Zwischenfall zu vermelden. Diesmal im Nissan-Feld, da schalten wir doch direkt gleich mal hin. Ruben Reiter fährt hier ein bisschen zu schnell in die SS rein, verliert sein Fahrzeug und klatscht dann hier in die Leitplanke rein. Aua, 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 aua. Nur kurz angelehnt und weiter geht's. What the hell is this guy doing? Und Bayern gerät dann mit unserem Isländer, mit Sigurjon, aneinander. Zum Glück nichts passiert und weiter geht's. Der überrundete Martin Jallas hält hier die Jungs ein bisschen auf. Byron hier P7, dann haben wir auf P8 Sigurjon Helgason, auf P9 Matteo Johnson und auf 10 haben wir Stephen Jones. Über 5,5 Runden haben die Nissan bisher zurückgelegt, das heißt, wir haben Halbzeit erreicht. Björn scheint sich jetzt hier so langsam von Rest der Gruppe absetzen zu können und auch Adria Huguet fällt ein Stück zurück.
Oh, God damn it. No. Shit. Oh, und Byron hat da einen kleinen Ausritt. Zum Glück kann er die Kiste auf Kurs halten. Er verliert allerdings einige Positionen. Zum Glück ist das Auto nicht weiter beschädigt und weiter geht. Lance Simon auf P11 ist da schon ein Stück weiter weg. Hier haben wir die Kampfgruppe direkt vom Byron. Sigurjon Helgason vor Matteo Johnson und Stephen Jones, die Plätze 7, 8 und 9. Und direkt hinten dran unser Byron. Hier vorne an der Gesamtspitze hat sich Thomas Börling jetzt über 2 Sekunden vom Tommy absetzen können. Und dann noch einmal 2 Sekunden dahinter unser Ben, der ist inzwischen auch über 3,5 Sekunden Vorsprung auf David Quilles rausfahren konnte. Aktuell auf P5 Unai Ortiz, der sich von ganz hinten nach vorne gekämpft hat. Die Windschattenschlacht in der Audi-Klasse geht hier in die nächste Runde. Aktuell kämpfen Matthew Cole und Kurt Hauer Jensen hier um die Führung. Hinten dran Romain Bellot und Björn. Adria Huguet, der Fünfte im Bunde, ist da schon fast 3 Sekunden weit weg von der Gruppe hier. Matthew hatte auch schon leicht Knick vorne im Auto. Jetzt knallt er hier mal schnell in die Barriere rein und verliert hier seine Führung. Und auch Romain Bellot scheint da hier vorbeizugehen, außenrum. Ein toller Vierkampf hier um die Führung in der Audi-Klasse. Und unser Björn mischt hier kräftig mit um den Sieg. Ich bin mal gespannt, wenn das Nissan-Feld dann auf die Audis aufgeholt hat und es hier die ersten Überrundungen gibt. Oh, und hier im Mittelfeld der Nissans hat es einen kleinen Zwischenfall gegeben. Sigurjon hatte da einen Ausritt, den schauen wir uns direkt gleich mal an. Unser Byron ist da inzwischen wieder auf P8 nach vorn gefahren. Top. Sigurjon is throwing some parts after Byron. Sigurjon klatscht hier mal kurz in die Leitplanke und weiter geht's. Boing. Throw him to the face. Jetzt ist hier die Führungsriege der Nissans bei den Audis angekommen. Christer Johansson aus der Box gestartet, fährt hier sensationelle Rundenzeiten. Allerdings dem Feld weit hinterher auf P13. Aktuell sind die Positionen hier in der Nissan-Klasse geklärt. Thomas Börling in Front vor Tommy Silbernagel und Ben Sommers auf P3. Ben hat da kräftig aufgeholt in den letzten Runden. Inzwischen hat sich Unai Ortiz auf P4 nach vorn gekämpft und David Quilles ist auf P5 zurückgefallen. Tommy überrundet hier Eric Hammond, der auf P12 in der Audi-Klasse liegt. Wir haben gerade die 7. von 11 Runden angebrochen, also haben wir ungefähr noch 4 Runden zu gehen. Hier vorne bei den Audis in der Führungsriege alles beim Alten. Kurt Romain, Björn und Matthew kämpfen um die Position. Adria rund 2 Sekunden dahinter. Go! I tell you what, now I'll be disappointed if I don't get a podium. But before the race started, I never would have dreamt of anywhere near a podium. Yeah, it just slows you down. Byron und Stephen Jones kämpfen hier um Position 7 und Byron kann sich da erstmal durchsetzen. Allerdings bereitet jetzt hier 7 den nächsten Angriff vor und geht da auch an die Seite. Wir haben hier super schöne Zweikämpfe im Feld und bisher hat es hier keinerlei böses Blut gegeben. Die meisten Un- und Ausfälle alles selbst verschuldet. Jetzt setzt sich hier Steven wieder im Duell gegen Byron durch. Aber Byron bereitet hier den nächsten Angriff vor. Seite an Seite geht es hier auf die nächste gerade raus. Direkt hinten dran Matteo Johnson, der da auch noch in den Zweikampf mit eingreifen will. Jetzt hat sich Byron erstmal durchgesetzt. Und unser Björn führt hier weiterhin die Audi-Meute an. Dahinter haben wir Matthew Cole, Romain Bellot und Kurt Hauer Jensen auf P4 zurückgefallen. Adria Huguet konnte sich da an der Gruppe dran halten und hat sich wieder rangekämpft. Die Gruppe hier hat immer noch ungefähr knapp 3,5 Sekunden Vorsprung auf Hector Suarez, der weiterhin auf P6 liegt. Die Audis gehen gleich in ihre 7. und die Nissan in ihre 8. Runde und es ist immer noch nicht abzusehen, wer hier heute in beiden Klassen gewinnt. Mega spannende Kämpfe. Da kommt die Führungsriege der Nissan.
Da haben wir auch mal links einen Tweet im Bild, P7 in der Audi-Klasse. Und hier sehen wir schön die ersten drei der Nissan, jetzt wieder ganz dicht beieinander. Das wird jetzt hier wieder eine sehr schöne Windschattenschlacht geben. So wie es aussieht, hatte Thomas Börling da einen Slowdown und Tommy geht jetzt hier in Führung. Und Ben hier mit der schnellsten Runde des bisherigen Rennens hat den Rückstand komplett zugefahren und will jetzt hier mit im Kampf um den Sieg eingreifen. Ein absolutes Hammerrennen heute und unsere Jungs alle im Kampf um den Sieg mit dabei. Auch Byron ist da gar nicht so schlecht positioniert, dafür, dass er von ganz hinten starten musste. Und Tommy führt jetzt das Trio hier auf die lange 100er-Gerade. Direkt vor ihm Hector Suarez, der jetzt hier überrundet wird. Der Mann, der auf dem 6. Platz in der Audi-Klasse liegt. Das ist noch 60, ist er? Hier vorne sehen wir schon die Führungsriege der Audis, allen voran unser Björn. Die verrückte Windschattenschlacht geht hier in die nächste Runde und gleich mischen unsere Nissan da vorne mit. Das könnte mehr als interessant werden. 5 Audi und 3 Nissan, das ist schon verrückt hier. This is going to be interesting. Oh, very. Oh dear. 6 wide, 6 wide. Careful, please. Can anyone see a gap? Jetzt geht's hier richtig rund. Schauen wir mal, wer hier am besten durchkommt. Auf den Bürgersteig jetzt, jawohl. Hammergeil, Tommy außenrum. Was für ein Move. Hat er sich einen leichten Vorteil verschafft. Hat er gleich mal 4 Audis zwischen sich und seinen Konkurrenten gelegt. Dann steht ein Scheiß, die ist aber halt weg. Der Silbernagel, Kevin ist für Arme hier, weißt du? Was für ein wildes Durcheinander, aber scheinbar haben wir alle überlebt. Oh, was ein Durcheinander. Und während sich hier die Nissan-Jungs durch die Audis durchkämpfen, hatten wir im Hinterfeld den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt mal hin. Martin Jallas, nach Reparaturstopp, als letzter aus der Box wieder rausgefahren, verliert hier in den SS erneut sein Fahrzeug einfach so. Zum Glück ist er nirgendwo eingeschlagen. Einmal die Kiste rumgedreht und weiter geht's. In dem ganzen Durcheinander hat sich jetzt Romain Velo an die Spitze gemogelt. Dahinter haben wir unseren Björn, Kurt, Matthew und Adria. Unsere 5 Jungs, die seit der ersten Runde erbittert um den Sieg kämpfen. Und weiter hinten im Feld hatten wir vorhin noch einen Zwischenfall, den wir unbedingt mal nachreichen müssen. Den schauen wir uns jetzt direkt mal an. Oh dear. David Harding auch, das müsste... Aua. Das ist ein heftiger Einschlag. Hard Impact. Some spare parts. If you need some. Oh dear. Thanks, Rolf. Die Motorabdeckung noch langsam wegfällt. Die Gesamtführungsriege wird jetzt gleich die 9. Runde eröffnen. Hier hinten haben wir mal Lance Simon im Bild, aktuell P12. Vor ihm Scott Gulli und hinter ihm Sigurjon Helgason. Byron liegt hier auf einem sehr starken 7. Platz. Der Mann wieder dran, ne? Musste nochmal so eine Aktion reichen. Und die Nissan werden jetzt hier genau wie die Audi wieder ganz dicht beisammen auf die lange 100er-Gerade rausgehen. Sorry, Joshua. Romain Belot führt hier die Audi-Fraktion in die nächste Runde, direkt dahinter unser Björn. Dann haben wir Kurt Hauer Jensen auf 3, Matthew Cole weiterhin auf 4 und Adria Huguet auf 5. Ein absolut außergewöhnlicher Fünfkampf. So was habe ich selten in einem Rennen gesehen, dass sich hier 5 Autos fast das ganze Rennen lang so eng und hart bekämpfen, ohne dass sie sich gegenseitig abschießen. Aber auch unsere 3 Jungs hier an der Gesamtspitze liefern ein sensationelles Rennen heute ab. Der Dreikampf um den Sieg geht hier in die nächste Runde. Allen voran unser Tommy, gefolgt von unserem Ben und Bens Teamkollegen Thomas Börling, alias Curly Burly. Der hat hier den Sieg auch noch im Fokus. Tommy kann sich da noch vorn behaupten, aber Ben nimmt dann hier wirklich den Windschatten mit. Erzähl halt so, kannst du sagen, auf dem Weg. I think the right hand side's faster. That's my theory. Now the left, maybe.
Well, Audi the middle is the fastest. Not in these cars. Oh, maybe. But not in the Lotus. Und es gab den nächsten kleinen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Da schalten wir direkt hin. Joshua Van Stone. Oh, he's blown up his engine. Ja. Roll back to the pits. 14 minutes repair. Missschifft, ja. Oh, Joshua zerstört hier beim Runterschalten seinen Motor und rollt direkt in die Box. Feierabend. Last twice I've used lapped traffic to make this guy back out of the move. Jetzt kommt hier die nächste Gruppe Nissan inklusive unserem Bayern, um die Audi aufzumischen. Hell of a time. Er kämpft hier erbittert mit Stephen Jones um den 7. Platz schon seit Runden. Vorne bei den Audi ist alles beim Alten. 5 Fahrzeuge kämpfen hier um den Sieg, einfach irre. Und unser fliegendes Einhörnchen galoppiert vorne weg. Oh, Byron's gonna be coming up on that Audi train in a minute. It's more like an Audi blob at the minute. Hoffen wir mal, dass bei der nächsten Überrundungswelle alles glatt geht. Unser Tommy fährt das Nissan fällt gleich in die 10. Runde. Byron. Sorry, bud. You good? Wildes Gewusel hier. Oh, und da biegt einer ab. Whoa, but the guy's behind you not. Matthew Cole und Nissan mussten da abbiegen. Das müssen wir uns direkt gleich nochmal anschauen. Oha, da ist jetzt einer aus der Audi-Führungsgruppe rausgerissen worden. Sorry, I didn't realize the car in front of me was broken for a second. That's... Oh dear. Fuck. Boink. Boink. Yep. Double, okay. Behind him it's Matthew Cole, yeah. He hits Matteo and then he bomb both cars. Come on. There is still a gap, but then... Those Audis behind you cost me 6 seconds. Hier vorne geht die Windschattenschlacht in die nächste Runde. Tom, Ben und Thomas in der vorletzten Runde. Sorry about that, Ben. 320, okay. Wir hatten den nächsten kleinen Zwischenfall, schalten wir direkt hin. Ja. Tom Wilson verliert hier auch an Fahrt Terre Rouge sein Fahrzeug, rutscht hier weg, kann aber einen Einschlag verhindern und weiter geht's. Und jetzt kämpfen hier Ben und Tommy um die Führung. Seite an Seite geht's hier Richtung Mulsanne und Thomas Börling hängt da hinten dran wie ein Schatten. Und da kann sich Tommy erstmal wieder durchsetzen und nach vorn gehen. Hier im Audi-Lager kann sich Björn jetzt vom Rest der Gruppe absetzen. Hat inzwischen eine Sekunde Vorsprung auf Roman Belo, Kurt Hauer Jensen und Adria Huguet. Matthew Cole musste da ja leider die Segel streichen. Wir befinden uns jetzt in der Endphase des Rennens und die Nissan werden dann gleich die letzte Runde eröffnen. Und die Jungs haben jetzt gleich mit vereinten Kräften Björn wieder eingeholt. Und jetzt haben die Jungs hier Björn auch eingeholt und das Gerangel geht jetzt hier in die nächste Runde. Währenddessen hatte Byron da einen kleinen Ausrutscher, den wir uns direkt nachher gleich mal anschauen müssen. Ben liegt hier aktuell in Führung. Oh. Das war knapp gerade noch mal so abgefangen. You alright, man? Yes, no? Code brown in your underwear. Got a little sideways. Okay. Oh, Byron again. Kurz rüberwischen, er ist ja wieder. Er ist schon zu schnell in die Kurve reingebrettert. Byron verliert da hier sein Fahrzeug und ein paar Plätze, aber sonst nichts weiter passiert und weiter geht's. Ich hab Byron ist zu dry. Er ist more liquid. Schade, dadurch ist unser Bayern bis auf P10 zurückgefallen, noch hinter Lance Simon. Tommy eröffnet jetzt hier die letzte Runde. Direkt hinter ihm Thomas Börling und Ben Sommers. Auf P4 weiterhin mit ungefähr 10 Sekunden Abstand Unai Ortiz.
Und unser Björn führt jetzt als Leader die Audi-Jungs in die letzte Runde. Direkt hinter ihm Romain Bello, Kurt Hauer Jensen und Adria Huguet. No. Und hier unser Bayern, der nächste kleine Dreher. Zum Glück nichts passiert und weiter geht's. Und von hinten kommt unser Isländer Sigurjón Helgason bedrohlich nahe. What the fuck? Geh weg! Hau ab! Was für ein Schachtel Reißnägel. Da hat Tommy keine Chance. Jetzt geht erstmal Thomas Börling in Front. Obwohl hier Tommy gibt sich noch nicht geschlagen und Ben lauert. Is there a little gap there, maybe? Hochspannung bis zum Zielstrich. Ein irres Rennen heute. Give me draft, Ben. Did you say bump draft? Yeah. No, I don't dare. Can't see anything. Your backside is too big. Okay, wait a second. Here comes the cone. Right now. Und keiner von beiden will nachgeben, aber Tommy drückt sich da durch. Ein irres Rennen hier. Thomas Börling muss weit gehen. Weit. Ja, gleich jetzt nochmal, ne? Auch die Audi-Gruppe ist jetzt hier in der letzten Runde und Björn und Romain konnten sich vom Rest der Jungs etwas absetzen. Und jetzt geht Ben hier raus und startet seinen Angriff. Seite an Seite geht es hier auf die nächste Kurve zu Richtung Indianapolis. Und da hat Ben jetzt die Führung übernommen. Ein tolles Manöver. Aber auch Thomas Börling auf P3 lauerte auf seine Chance und Tommy gerät jetzt hier ein bisschen in Bedrängnis. Ein Stück haben wir noch bis ins Ziel. Ben ist hier super aus der Kurve rausgekommen. Absolute Hochspannung bis zum Zielstrich. Und auch Björn scheint jetzt hier ein bisschen in Bedrängnis zu kommen von Romain Bello. Mit einem Abstand von ungefähr 3 Sekunden kämpfen Kurt Hauer Jensen und Adria Huguet um den letzten verbliebenen Podestplatz. Scully, maybe you're looking for Mulder. No, Gully. Oh, okay. Ben jetzt hier in Führung auf den letzten Metern. Not Gully. Ich bin einfach raus, bin da gleich für die SS anbremst. Die Ford-Schikane kurz vor Start und Ziel wird die letzte Möglichkeit für Tommy sein. Ein total irrer Kampf bis zur Ziellinie hier um den Sieg von den drei Jungs. Sensationell. Die letzten zwei Kurven. Da nimmt Tommy auch nochmal richtig Schwung. Nein! Tommy, Ben did it. Oh no! Oh no! Scheiße! Oh, oh. Please, Audi still race. Leise! We didn't touch, did we, Tommy? Nope, it was my mistake. Unser Björn und Romain haben ungefähr noch eine halbe Runde zu gehen. Ja, that's karma. Congratulations. Thomas Börling auf P2 und Unai Ortiz ist noch am Tommy vorbeigeschlüpft auf P3. Boah. Auch hier in der Audi-Klasse Hochspannung bis zur Ziellinie. Ein wahnsinniges Rennen heute. Ja. Ich hab die letzte Kurve besser gekriegt, ey. Cheers, Macintosh. I won here before second split Le Mans. How bizarre. Can't believe it. Und hier sieht's gut aus für Björn. Die letzten Kurven, die letzten paar Meter. Weit ist es nicht mehr. Can't believe it. Ich glaube, Romain wird da keinen Angriff mehr setzen können. How did that happen? Oh, den hätte ich gekriegt. Ja, aber ich zu gierig. Ja, den hätte ich gekriegt. Falscher Gang hätte ich. I had 9.5 kilos. Letzte Kurve, herzlichen Glückwunsch für und die 8 geschafft. Das war krank. Das war krank. Nice. Congrats to Ben and Björn. Aber geil, man. Yeah, welcome, fellas. Ich weiß nicht, was, Ben, can you please explain what Thomas said? I was not able to understand him. Was he upset?
I think he said, what was that at one point, out of Arnaj, but I didn't really see anything from my view. Yeah, I think you got it quite close, but I don't know. Maybe there was an echo. But... I really get better out of the last corner, and I was on the first and hit the pedal to the metal, and then it spun. Oh. Yeah, this setup is pretty good for traction, I must admit. Nice one. Yeah. Bjorn, this was up to crazy. Oh, Bjorn won by 0.1 from Bello. Yeah. Five car battle all the time. Until the leadership from Nissan gave. Yeah, that was scary, that was. Okay. I think it was I was a little bit too fast in that one. He had I think the setup I used was really good. It was still quite fast in the straights, but it was really good in the corners. Yeah, and traction amazing. So the one Palm shared earlier. No, in the end, I just went for the one I've got on my from. I don't know when it was from. It's just called Le Mans. All right. It may be one of the fast guys, but from last time. That's Byron. Yeah, that's it. That's mine as well. Did I get it from you, Paddy? Apparently, Paddy was using the same one I was using. Oh, I think I might have got it from Paddy. But it was a long while ago. 1.7. Okay, he quits. I can share if you want it. Yeah, I'll give it on a test. Because I think both of you guys are faster than me. I was so close to win this race, Arvin, but I did mess it up, didn't I? I messed up the last curves a little bit. Yeah, me too, yes. You have to watch the replay. Oh, that doable punch spun me around. Okay, bets are paid, so that means the results are in. Yeah, that's Thomas there, Paddy. He wasn't sure what you said earlier. I said it was, I couldn't see it from my point of view. Out of Arnage, you got quite close. Yeah, that was a super rennen. Congratulations to both of you from. Yeah, congrats, fellas. Well done. And I recorded it. Ah, oh, perfect. No. Yes. Thank you, guys. We'll say goodbye to our viewer. Mm-hmm. Was a nice evening. Are you heading off? Sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Liebe Zuschauer, das war doch mal ein Hammerrennen mit einem sensationellen Zieleinlauf. Ein ganz, ganz herzlicher Glückwunsch geht nochmal an Ben und an unseren Björn. Super gemacht. Tommy hat es leider in der letzten Kurve versemmelt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hatten alle richtig viel Spaß. Würde ich mal sagen, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's alle gut und vor allen Dingen uns treu. Tschüss!
bricks. Dude, come on. Thank you.
Thomas stumble puts it into the wall. Hopefully you finished. That's karma. Congratulations. Good result. Well done, Ben and Penny. Yeah, nice one, Ben. Well done, mate. Cheers, Tom. So much fun, guys. So much fun. Lucky we got away at the start. Meep. Nice race, guys. Nice race. Adrian, Jan, Roman, that was a hell of a race. Awesome, guys. Awesome. Thank you very much. Yeah, on the 30, nice one. Well done. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irreal. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.